Prag, die Stadt der 100 Türme. Eine kurze, viertägige Reise mit Stil. Es ist durchaus üblich, wenn man jemanden trifft, der gerade aus Prag zurückgekehrt ist, wird man als erstes hören, Prag ist eine Märchenstadt. Und wie bei allen universellen Wahrheiten werden Sie überrascht sein, wenn Sie den gleichen identischen Satz wiederholen, sobald Sie in der tschechischen Hauptstadt Fuß fassen. Wir wissen nicht, ob dieser Zaubereffekt in Prag an den engen Gassen liegt, an den Brücken über die Moldau oder den Auswirkungen des Absinths. Prag braucht eigentlich keine Vorstellung. Die eine der faszinierendsten Städte Europas mit ihrem Erbe an historischen Gebäuden, Denkmälern, Burgen, schönen Landschaften und vielem mehr. Ein typisches kontinentales Klima, verliert aber weder im Sommer noch im Winter seinen Charme und seine Attraktivität. Angefangen von der Burg Karlstein. Wenn Sie durch die Straßen Prags laufen, entdecken Sie versteckte Gärten, überall verstreute Kirchen, Geschäfte, die in die Altstadt eindringen, Gebäude des Mittelalters, aber auch der Neuzeit. Das Symbol der tschechischen Hauptstadt ist jedoch die Karlsbrücke, die die Moldau für 520 Meter überquert und von einer Vielzahl von Statuen geprägt ist. Neben seinen historischen natürlichen Schätzen bietet Prag, auch bekannt als die Goldene Stadt, in jedem Monat des Jahres weltberühmte Festivals, Theater- und Filmaufführungen, Veranstaltungen und Shows. Und im Herbst ist die Luft in Prag besonders frisch. Das Hauptereignis des Prager Herbstes ist das internationale Musikfestival, das jedes Jahr im Rudolfinum stattfindet, einem nach Prinz Rudolf von Habsburg benannten Auditorium, in dem sich die tschechische Philharmonie an den Ufern der Moldau befindet, genau im Stadtteil Josefove. Wenn man auf der Karlsbrücke steht, fällt einem sofort die Burg ins Auge. Nach einem 30-minütigen Aufstieg steht man dann auch schon vor ihr. Die Bezeichnung der Prager Burg greift eigentlich zu kurz. Es ist ein ganzer Stadtteil und nur für diesen Bereich bräuchte man mehrere Tage, um ihn in Ruhe zu besichtigen. Bei schönem Wetter ist der Ausblick einfach atemberaubend und die Geschichte hinter jedem Gebäude ist sicher erzählenswert. Super tolle Sehenswürdigkeit, ein Muss in Prag. Ein paar Kleinigkeiten, die Sie über Prag wissen sollten. Prag und die Tschechische Republik haben viele Rekorde, wie zum Beispiel das Land mit dem höchsten Bierkonsum der Welt. 19% der Tschechen erklären sich als Atheisten. Dieser Prozentsatz ist der höchste in Europa und wahrscheinlich auch in der Welt, mit Ausnahme von Ländern, in denen die Religion verboten ist. Die Tschechen sind sehr stolz auf ihren Primat. Sie halten ihn für modern. Die Prager Burg steht im Guinness-Buch der Rekorde als größte alte Burg der Welt. Die beliebteste Sportart in Prag und in der Tschechischen Republik ist Eishockey. Fußball und andere Sportarten werden ausgeübt, aber nicht gleichermaßen verfolgt. Zu den Hockeyspielern gehören die Extravaganten der italienischen Fußballer in Prag. Aber obwohl die beliebteste Sportart in Prag Hockey ist, sind viele berühmte tschechische Athleten Tennisspieler, zum Beispiel Martina Navratilova und Ivan Lendl. Das Prager Nationalgericht, das in der Tschechischen Republik weit verbreitet ist, ist die Cvičková, ein zweiter Gang mit Rindfleisch, das mit viel Soße gewürzt und von großen Scheiben Brot begleitet wird. Das Fleisch wird lange Zeit mit Gemüse gekocht und mit riesigem Glas Bier kombiniert. Dies sind nur einige Stichwörter, die zu Prag gehören. Den Rest sollten Sie persönlich entdecken. Die Moldau-Schifffahrt. Nichts Alltägliches, sondern besonders beim schönen Wetter ein einzigartiges und tolles Erlebnis ist eine Fahrt auf einen der beiden besten gepflegten und liebevoll restaurierten Raddampfer. Angenehme Kreuzfahrt, ein erstklassiges Essen mit großartigem Service. Begleitet von Live-Musik an einem schönen Abend. Super, um sich die Stadt anzusehen. In Karlsbad und Marienbad finden Sie eine wunderschöne Parkanlage und romantische Kolonnaden. Am Ende der Trinkerstraße lädt dieser schöne, gepflegte Park zum Verweilen ein. Die Blumenpracht ist sehenswert, aber auch die Bäume verzaubern mitunter. Da sollte man unbedingt vorbeischauen. Sehr schöne, gepflegte Parkanlagen, wunderschöne Häuser. Eine Hausfassade ist schöner als die andere. Man sollte sich Zeit nehmen für einen gemütlichen Spaziergang. Es lohnt sich allemal. Wirklich sehr schön. Die Kolonnaden sind sehenswert, gut erhalten und versprühen Charme. Ein traumhafter Säulengang, geschmückt mit wundervollen Statuen auf dem Dach des Gebäudes. Überall sprudelt das warme Quellwasser und die Menschen stehen mit ihren Bechern herum und laben sich an den Wohl. Wirklich wunderschön. Zwar haben die Spezialitäten der Welt längst in Prag Einzug gehalten, doch sehen sich viele Restaurants als ewige Bastion der böhmischen Küche. An der Moldau wird meist deftig gegessen und die Prager sind mit Fleisch, Knödel und Kraut oder Lendenbraten immer noch zufrieden.
am frühen Morgen aufwachen und beim Frühstück einen superkalorischen Trilni gefüllt mit Strudel genießen. Die leckere böhmische Waffel ist die Prager Spezialität, die Sie bei jeder Gelegenheit finden werden. Zum Mittag können Sie eine köstliche Kartoffelsuppe ausprobieren, die sogenannte Bramborova Polevka. Diese enthält neben den Kartoffeln viele Pilze, mit frischem Brot ein himmlischer Genuss. Am Abend genießen Sie Rouladen, stammen aus Mähren, sind aber auch in der Hauptstadt Böhmens beliebt. Das Schweineschulterfleisch wird meist lecker mit Kümmel und Knoblauch angemacht. Zum Abschluss ein Pflaumenschnaps und ein leckeres Dessert, wie zum Beispiel Zwetschgenknödel. Diese werden am Ende der Zubereitung in Semmelbrösel gerollt und in einer Schüssel mit Zucker und Zimt bestreut und serviert. Guten Appetit! Diese Tour können Sie auf DLT Travel buchen. Wir wünschen Ihnen eine tolle Reise und bis bald!